Boah, jetzt heilt's alle. Das ist natürlich voll geil. Selbst der Trick Bock. Wird da geheilt in der Range. Das ist echt cool. Gut. Dann würde ich sagen, zum einen möchte ich die Verbesserung hier haben. Jetzt habe ich so viel Stein. So, Drehbock ist zum Arsch. Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Gut, laufen. Naja, das riecht die Türme schon hier. Es ist, wie es ist. Zu viel schon. Wir müssen auf jeden Fall einfach mehr auf Einheitenproduktion gehen. Da spare ich mir das, glaube ich. Müssen auf jeden Fall auch mehr Ställe bauen. Das Obo ist schon erschöpft. Ah, das ist jetzt scheiße. Hast du zwischen den Trailer zum Season... haben wir jetzt schon einen Trailer? Ich dachte, er kommt im März. Oder habe ich das falsch gelesen? Ach so, oh Gott. Nee, dann habe ich den noch nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Oh, ich hatte doch meinen Markt gebaut. Hat man da schon viel gesehen dann? Oder eher so ein bisschen schwammig alles? Ja, jetzt schießt sie halt, komm. Ich muss mich mal ein bisschen aufbäumen, damit die Angriffe weniger werden. Mal hinten kommen. Und ich müsste da nämlich auch ein Obo bauen und das müssen wir halt irgendwie verteidigen dann. Wie viele Einheiten haben die denn hier stehen? Nee. Einfach der Hammer. Verrückt, aber leider. Okay, ich guck's mir an heute. Dachte nur so, shut up and take my money. Scheiße. Tja. So ist das manchmal, ne? Mehr Einheiten. Doppelwohner dabei. Ist ja auch Shapeblade, ne? Okay, hier gibt es überall Stein. Ich muss halt nur erstmal clearen. Weil so viele Einheiten hier überall sind, das bringt mir halt relativ wenig. Man darf da erstmal bleiben. Habe ich jetzt noch einen Stall gebaut? Okay, das hier wäre natürlich eine gute Möglichkeit, falls hier auch wirklich Kampen kommt von den Gegnern. Das weiß man. Aber ich könnte es einfach mal probieren. Auch gut Glück. Ich kann nur hoffen, dass sie sich für ein neues Anno genauso viel Zeit nehmen und auf die Community hören. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein paar aufregen, dass sie... sich so auf Anno 1800 noch konzentrieren. Wobei, wer weiß, ne, was im Hintergrund läuft. Das weißt du halt nie. Und die DLCs sind ja echt gut, was sie rausbringen. Aber da kannst du dich ja echt beschweren.
Hintergrund läuft das sicher schon. Ich vermute es auch, ja. Ist denn Anno 1800 rausgekommen? So lang ist das im Endeffekt ja auch noch gar nicht, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So, du baust jetzt mal ein Buch, bitte. April 2019. Ja, eigentlich geht's im Endeffekt, ne? So ein großes Spiel. Jetzt will ich ein Obo. Jetzt möchte ich hier auf jeden Fall ein Gär bauen, damit ich da die Sachen erforschen kann. In Obo-Reichweite, die halt echt besser sind. Ihr werdet geheilt, das ist auch ganz gut. So, dann. Wer sind die Leute hier? Boah, echt zu viel Holz, ne? Kann er nicht bauen, weil da immer noch so ein Eckchen ist. Elysion! Hallöchen, einen wunderschönen gewünscht. Hallo, wunderschön zurück. Geht's dir gut? So, zur Mitte der Woche. Schaffe ich ja, ne? Gut, theoretisch, brauche ich das gar nicht alles, ne? Einfach mal. Mir geht's bestens, sehr schön. Mir geht's auch prima. Alles Paletti hier. Das habe ich doch aber schon erforscht gehabt, oder? Oh ne. Okay, dann müssen wir darauf jetzt mal kurz sparen. Als nächstes gehen wir dann hier runter, aber ich würde gerne die Einheit noch ein bisschen aufmotzen. Wir sind hier gerade alle noch ein bisschen jetzt schwach. Gut, auf die Reiter gehe ich jetzt erstmal nicht. Gerade sagen, es greift gar niemand mehr an. Ach, aber da kommen sie. Es freut mich, bist du aber schick heute. Dankeschön. Ich muss sagen, T-Shirts habe ich bessere Sachen. Mit Pullis sehe ich immer aus, ein bisschen wie im Schlapperlook. Aber hier ist gerade so bollenwarm drin, von daher passt ganz gut. Also es heilt zwar, aber es heilt relativ langsam. Ganz so geil. So, was fehlt uns noch? Ja gut, wir können doch erstmal auf die... Hier da gehen. Bisschen näher hin. So, jetzt habe ich das, ja, habe ich umgebaut. Arsenal habe ich auch gebaut. Marktplatz haben wir schon, dann fehlt jetzt nur noch die Belagerungswerkstatt. Und dann bauen wir Armee aus, dann machen wir erstmal den Süden. Noch ein Rambock dabei, ne? Nur Rohstoffe. Ja, okay. Machen wir gleich. Mist, da brauchen wir auch übergeholt. Wie wär's, wenn wir mal ein bisschen Holz verkaufen? Das wäre vielleicht ganz gut. Zack, 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 zack. Ja.
gut aus. Hattest du mittlerweile schon einen Elefantenkrieger? Nein. Nur in einem... Wie hieß denn das? Diese Einzelmission, die du machen kannst, wo du Bronze, Silber, Gold mit einkriegst. Da hatten wir einmal Elefantenkrieger und haben dann prompt verloren. Ja. Halt, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, ich habe gerade eh nicht genug Stein. Ich mache es erstmal und nachher müssen wir das nochmal machen mit Stein. Sauerkrauti! Hallöchen! Gutes Game. Ah, ich liebe es. Age ist einfach toll. Ich hoffe, dir geht's gut. Habe ich jetzt alles gebaut, was ich bauen wollte? Ja. Ist hier zwei Schaffen. Ja, das ist. Bleib mal auf rein, auf Gold. Heilungsrate, religiöse. Wow, 100% ist aber auch mega, ne? Das machen wir mal. Und hey, Mr. Hill! Ich esse gerne Elefanten. Was? Was? Nein? Nein? Ich hoffe, dir geht's gut. Herausforderung hieß es, glaube ich. Genau. Das müsste es sein. Doch. Nein. Wirklich. Wie kannst du nur? Geht gut, danke. Sehr schön. Ja, mir geht's auch prima. Alles gut. Alles paletti. Jetzt ist halt die Frage, ob man das mit den Ressourcen jetzt noch erhöhen. Vielleicht wenigstens das mit dem Gold. Das ist mir, wir müssen hier noch ein Obo bauen. Aber das ist mir gerade noch zu nah an den Gegnern. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir greifen an. Komm ich hier durch oder muss ich da unten rum? Ja, wir müssen da rum. Da rum. Ja, Rutte mitnehmen, ich weiß nicht. Och, wir waren schon angegriffen, muss sein. Ja. Hallo, da sind noch Gegner. Attacke bitte. Okay, wir lassen erstmal kurz die Mönche ein bisschen heilen. Was sind sie denn? Den Rest lassen wir stehen, der jetzt noch produziert wird. Einfach nur, damit wir die Angreifer abwehren können, die kommen. Einmal noch voll, bitte hier. Ah, hat er gleich. Dann gehen wir weiter. Schon cool aus jetzt, ne? Attacke! Oh. Oh. Türme, Freunde. Ich würde die gerne mit einem Tribok oder so lieber machen. Ja, da oben? Naja, ist okay. So, wo hatte ich denn? Ich hatte doch eine Belagerungswerkstatt irgendwo. Okay, Tribok kann ich wohl nicht bauen aktuell. Dann nehme ich mal eine Mange. Ist von der Reichweite halt her nicht so geil. Wir regeln das, es ist okay. Noch die Reiter aufwerten, das passt also auch. Schafe produzieren brauche ich nicht. Mein Gold ist gleich leer. Überlege ich gerade, dass wir hier noch das Arsenal reinbauen. Stimmt, hier war ja auch noch was. Auch verdammt. Wackelschaden ist halt schon
Brauchen wir nicht zwingend. Hirnkampfschaden. Und Mangudai, das sind die Pferde, die berittenen Pferde, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Weil ich die echt gut verbessern kann hier. Ne? Aber es kostet auch einfach zu viel. Würde ich mal lassen. So, ihr seid jetzt durch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungeschickt. Ich weiß nicht, ob ich die da hinschicken kann, ohne dass sie draufgehen. Ich probiere es einfach mal. Und dann können wir gucken, dass wir hier auf jeden Fall die Verbesserung mitnehmen fürs Steinige. Meine Mange, wo bist du? Mange? Mange? Was denn? Ah, hier. Den Fisch manchmal. Entschuldigung. Die Ramme lasse ich mal noch da. Die sparen wir uns noch ein bisschen. Viel früher vor müssen, die ist jetzt down. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ja, wir machen es jetzt ohne Grund. Ich muss da eh vor. Die haben da Runden stehen und alles da. Da haben wir gar nichts bei übrig. Die haben da sogar eine Mauer? Willst du mich verarschen? Attacke, 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 Attacke. Okay. Ich könnte auch einfach. Ich kann keine Belangung drin. Die Ramme bauen geht wahrscheinlich jetzt schneller, wie wenn wir. Jetzt bist du weg, damit die rauskommen, die Bogenschützis. Ihr? Hallo, Freunde? Blindelefant. Ja, manchmal schon. Manchmal schon. Ja, die Bogenschützen schießen da drüber und die treffen sie. Ja, das ist physikalisch auf jeden Fall möglich mit den Pfeilen. Ganz eindeutig. Bogenschützen weiter vorziehen, damit die da an die Dinger rankommen. Die Leute da. Hier noch. Macht sie platt. Zum Augenarzt. Ohne Brille machen lassen. Oh, das wird teuer. Ich hoffe, du findest eine gute. Ich finde, Brille aussuchen zu Corona-Zeiten finde ich so ätzend. Mit Maske auf und dann darfst niemand mitbringen. Und du bist so blind, dass du dich im Spiegel ja nicht mal erkennst. Oh, schrecklich. Ich hoffe, du findest was Gutes. Hier noch Nahrung dabei. Oh, habe ich clever gemacht, hä? Ich habe keine Mönche mehr dabei, ne? Die sind alle tot. Oh, ich liebe das Geräusch. Attacke! Ja, ich kenne das. Hab mir erst letztens eine neue machen lassen. Ja, bei mir war es auch. Ich weiß es gar nicht mehr, wann. Letztes Jahr, glaube ich. Schwierig. Guten Abend, Mirko! Wie ist der Befund? Wie ist der Befund? Geht's oder ist es doof? Also doof ist es sowieso, aber wie doof? Wir gehen hier erstmal ein bisschen durch, damit wir die. Oh, das sind auch noch Ruten. Auf jeden Fall die Ruten machen. So, und immer mit rein.
Das Gute ist, wir können hier auf jeden Fall dann das Gold holen, weil hier kommt ja auf jeden Fall kein Gegner mehr her. Weil hier schon. Haben wir vergessen da. Wir nehmen uns das Gold. Meine Leute! Killen meine Dorfbewohner! War das hier alles? Nee. Augen haben sich mal wieder verschlechtert auf minus 7. Oh, Mist. Ja, ich bin, glaube ich, bei minus 6, irgendwas. Ah, das ist heftig. Die Halb ist doof. Riss das Handelsviertel Kiews nieder und sorgte so dafür, dass keine Vorräte mehr in. Aber da brauchst du auf jeden Fall eine Brille. Sonst ist es schwierig. So, ihr dürft Gold machen gehen. Naja, mal gut. Okay. Kann sein, dass nur kleine Risse sind im Meniskus. Okay, okay. Und wie geht's jetzt weiter? Wird das jetzt behandelt? Vernünftig mal. Ist viel Gold hier, ne? Ein Haufen Gold. Dann darf es kein Hubschrauber mehr beim Bund fliegen. Ach so, von der Dioptrien her, meinst du? Gibt es da eine bestimmte Grenze? Fahrradstermin am 21. Oh Gott. Ich finde das der Hammer, ne? Du willst eigentlich nur wieder gesund werden und musst aber bei jedem einzelnen der Arztbesuche einfach wochenlang warten. Das ist echt heftig. Das ist maximal 5. Ah, okay. Gut, also Elysion und ich werden auf jeden Fall kein Hubschrauberflieger, habe ich verstanden. Mal da hoch, bitte. Beim Boden zumindest. Ja, okay, das kann natürlich sein, dass es woanders nochmal anders ist. Oh ja. Ich muss halt mal schnell ab. Was ist mit dem Obo hier los? Hier war doch ein Obo. Ist mir das eingebildet? Oha, jetzt bin ich enttäuscht. Verdammt. Das war der Stand 2006. Okay, ja, gut. Nach oben setzen werden sie es wahrscheinlich ja nicht. Weiß es nicht. Wobei. Kontaktlinsen vielleicht. Wer weiß. Okay, ich schau mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas verbessern muss. Also ja, diese Sachen hier könnten wir jetzt noch machen. Jetzt haben wir nämlich genug Zeug. Hier können wir dann nämlich vielleicht auch einfach ein paar Dorfbewohner weghauen. Okay. Fertig. Auf jeden Fall mal weiter hier. Und Kontaktlinsen lasse ich mir auch mal wieder machen. Ah, ich überlege auch ständig. Ich hatte, ich glaube, 3 Jahre lang fast nur Kontaktlinsen drin. Und irgendwie hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Aber schlecht fand ich es nicht. Okay, das war's mit den Erweiterungen. Dann können wir jetzt den nächsten Dinger angreifen auf jeden Fall. Weil ich gerade wieder hochkomme. Weil ich hier rum.